So, hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, heute ist ein Tag des Abschieds und zwar ja, verabschiede ich mich nämlich heute von meinem Elektrowägelchen und zwar von meinem Hyundai Kona E. Und ich habe gedacht, ich mache mal ein Video, einerseits wie gesagt heute Abschied, aber auch heute dann der Empfang meines neuen Wägelchens. Wieso, weshalb, warum und warum ich überhaupt das Video mache, erfahrt ihr nach dem Intro. Seid gespannt. Nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Ich habe ja schon bereits im Intro erwähnt, es ist heute einerseits ein Tag des Abschieds, aber auch ein Tag des Willkommenheißens. Einerseits verabschiede ich heute nämlich mein bisheriges Elektrowägelchen, den Hyundai Kona E. Ich bin nämlich jetzt gerade auf dem Weg zum Autohaus und hole nämlich mein neues Wägelchen ab, was aber auch wieder ein Elektroauto sein wird. So, welches Elektroauto es sein wird, das erfahrt ihr dann später im Video. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, nochmal meine ganz, ganz große Bitte. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Was euch natürlich gefallen wird, bitte Daumen nach oben, drückt das Glöckchen, das heißt, ihr werdet informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bevor ich mich jetzt komplett verabschiede, ich zeige euch einfach mal mein Autochen und dann sehen wir uns dann gleich nochmal im Auto auf dem Weg zum Autohaus. Also, ihr dürft nochmal ein paar Aufnahmen vom Auto jetzt genießen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr konntet jetzt mal ein paar Aufnahmen noch von dem Auto sehen. Warum mache ich das Video? Ich hatte ja schon mal ein Video zu meinem Elektromobil mit dem Titel "Komme ich überhaupt an?" gemacht. Und im Wesentlichen wurde das Video auch so verstanden, dass eben ja, Elektromobilität ist ja Teufelszeug so ungefähr. Also es hatte mehr, ja, negative Reaktion hervorgelöst, in der Form bestätigen, dass ja Elektromobilität kann ja nicht die Zukunft sein. Und das war eigentlich nicht Zweck des Videos gewesen, sondern ich hatte wirklich versucht, ein realistisches Bild zu vermitteln, ist aber wohl nicht geglückt. Und von daher jetzt eben auch nochmal jetzt dieses Video an dieser Stelle, Pro und Contra natürlich. Ich habe euch ja schon im Einspieler gesagt, dass ich jetzt dieses Auto jetzt wieder abgeben werde, weil eben, ich sage es jetzt mal konkret, die Konfiguration dieses Autos in Form von Akku, in Form von Reichweite nicht das Passende für mich gewesen ist. Weil ihr hattet es ja auch in dem anderen Video gesehen, ich verlinke das euch nochmal. Das Problem war halt einfach hier, der Akku war zu klein und dadurch einfach auch zu wenig Reichweite. Weil für mich war halt der Gradmesser sozusagen,
der Weg, mal die Wegstrecke nach Ossiland, das sind ungefähr 300 Kilometer, habe ich halt nicht in einer Tour geschafft. So. Und was halt definitiv negativ war in dem Sinne, war halt einfach das viele Laden. Dadurch hatte sich eben auch meine Fahrzeit um nochmal 2 Stunden verlängert. Also das war schon teilweise abenteuerlich in der Form, dass ich halt dann wirklich auch zwischendrin während des, ja, auf dem Weg nach unten 4-mal laden musste. Und das ist natürlich, sag mal, das ist natürlich jetzt wirklich, das kann es am Ende des Tages natürlich jetzt wirklich nicht sein. So, und daraufhin hatte ich dann wirklich den Gedanken gehabt, erstmal weg damit, und hatte dann auch mit meiner Autohändlerin, bei der ich schon auch verschiedene Autos immer mal wieder geleast hatte und so weiter, die hat mir dann auch gesagt, Frau Hartmann, weil ich gesagt habe, ein Verbrenner muss halt her. Und nee, lassen Sie das mal, weil Elektromobilität ist halt einfach auch die Zukunft. So. Und das muss ich halt einfach auch so, oder kann ich einfach auch nur so bestätigen, weil wir halt im Moment auch in dieser, egal wie ich dazu stehe, es findet im Moment halt einfach ganz viel Innovation statt. Das heißt, die Elektroautos werden halt wirklich, ich will nicht sagen von Monat zu Monat, aber du siehst wirklich schon innerhalb von einem Jahr deutliche Veränderungen, Verbesserungen, was Reichweite angeht, Design, Ausstattung. Zum Beispiel jetzt dieses Auto, was ich jetzt derzeit fahre, Hyundai Kona e, das Auto ist Baujahr 2022, und selbst jetzt in diesen 2 Jahren oder ein und ein Vierteljahr hat es nochmal deutliche Verbesserungen gegeben. Ja? Und das neue Elektroauto, das seht ihr ja dann gleich, ich will es noch nicht vorgreifen, was es sein wird, also es wird auch wieder ein Hyundai sein, so viel kann ich schon sagen, ist halt schon mal auch von der ganzen Technologie, vom Akku, der Akku ist größer, aber einfach schon mal, was ich dort erziele oder was dort ein ganz großes Thema ist, dass ich halt einfach mehr Akku habe, mehr Reichweite habe und kürzere Ladezeiten. Weil das ist ja auch, warum die Elektromobilität im Moment auch bei vielen noch so kritisch gesehen wird. Weil ich hab's ja erlebt. Das ist nicht geil, 4-mal irgendwo an der Ladesäule zu stehen, um jeweils eine halbe Stunde zu warten, um dann irgendwo gerade mal 300 Kilometer dort fahren zu können. Also, ne, das ist halt, aber wie gesagt, mit dem neuen Auto ist das dann schon wirklich deutlich besser. Also, ihr dürft gespannt sein. Wir sehen uns dann gleich. Ich bin jetzt in wenigen Kilometern bin ich vor Ort. Dann wird dieses Auto hier abgegeben und dann bekomme ich sozusagen mein neues Wiegelchen. Also, dann sehen wir uns gleich. Ja, ihr Lieben, ich sitze gerade in meinem neuen Wiegelchen. Ich habe euch ja gesagt, das ist ein Hyundai. Ich habe aber euch natürlich noch nicht gesagt, was es für ein Modell ist. So, die Abnahme meines bisherigen Fahrzeugs hat stattgefunden. Und jetzt gerade habe ich jetzt seit, naja, gut 3 Minuten habe ich das neue Wägelchen. Ihr könnt hier mal so ein bisschen schauen. Also das ist ja hier wirklich sehr spacig, das Ganze. Das ist ja hier Doppeldisplay und so weiter. Also auch da sieht man halt schon mal deutlich, dass das Ganze einfach schon mal vom ganzen Interieur hier, also ist schon richtig schick. Gefällt mir wirklich sehr gut. Na, aber ich habe euch ja noch nicht gesagt, was es für ein Auto ist. Ich kann es ja schon mal zumindest benennen. Und zwar ist das ein von Hyundai, der IONIQ 6. Der IONIQ 6, viele kennen ja von Hyundai den IONIQ 5. Und der IONIQ 6 ist halt die Limousine und auch ein bisschen größer und ist auf den Markt gekommen Anfang 2023. Und er hat halt jetzt einfach das, was eben bisher mein Hyundai Kona bisher eben nicht hatte. Er hat deutlich mehr Reichweite. Wir können ja hier mal gucken. Jetzt ist er vollgeladen auf 97%. Reichweite sind jetzt 527 Kilometer.
zugegebenermaßen, er hat natürlich einen deutlich größeren Akku drin, was aber hier eben auch mal, was ich meinte, von der Technologie her auch komplett anders ist. Die bisherigen Elektroautos oder auch noch die meisten Elektroautos haben die sogenannte 400 Volt Technologie. So, das heißt, der Ladestrom, der sich halt, sind 400 Volt. So, und der ist jetzt schon die nächste Generation, nämlich auf 800 Volt. Das bedeutet, du hast durch diese 800 Volt Technologie hast du wirklich deutlich kürzere Ladezeiten. Das bedeutet hier bei diesem Auto so, das werden wir ja auch noch mal testen oder werde ich mal testen, wenn es soweit ist. Jetzt ist er voll geladen natürlich, dass er von 20% oder unter 20% auf 80% innerhalb von nicht mal 20 Minuten dann geladen ist. Und das ist natürlich dann, wo ich sage, das ist dann wirklich echt ein deutlicher Schritt nach vorn. Na klar, ist natürlich jetzt nicht so schnell, wie wenn du tanken würdest, aber durch die deutlich größere Reichweite und kürzere Ladezeit glaube ich schon, dass das jetzt ein Auto ist, was eigentlich so von den Eigenschaften eines Verbrenners in Form von lange Wegestrecke, schnelles Betanken, da wirklich jetzt auch ganz gut mit konkurrieren kann. So, ich zeige euch jetzt dann gleich nochmal das Auto von außen. Wir werden gleich nochmal anhalten und dann machen wir mal, wie es heißt so schön, einen kleinen Carporn. Also, wir sehen uns dann gleich draußen. So, ihr Lieben, tata, da ist er. Mein neuer Hyundai Ioniq 6 ist ein kompletter Neuwagen. Also ich muss dazu sagen, es ist halt ein Leasingwagen, ne? Weil ich sag mal, dieses Auto kostet jetzt so in der, der ist zwar, ich sag mal, Basisausstattung, er hat noch ein paar kleine Extras. So wie er jetzt dasteht, kostet er neu über 50.000 Euro. Ich habe ihn jetzt über meine Firma geleast. Macht ja auch Sinn, vielleicht da auch nochmal. Jetzt will ich euch nicht langweilen, warum auch Elektro und so weiter. Es gibt halt auch steuerliche Anreize. Das heißt, du zahlst keine Kfz-Steuer. Läuft auf meine Firma und ich nutze das Ganze privat. Dann muss ich das ja auch privat, den Privatanteil versteuern, wenn ich jetzt kein Fahrtenbuch verwende. Da gibt es die 1%-Regelung bei normalen Verbrennern. Und bei Elektroautos sind es nämlich nur 0,25%. Und das macht wirklich auch nochmal was aus. Das ist mein neues Wägelchen und ich finde den wirklich vom Aussehen her, also da streiten sich auch die Geister. Als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Auto? Also es gibt Leute, die finden, es ist auf jeden Fall eine strittige Form, ich zeige es euch gleich mal. Also die einen finden es toll, die anderen finden es unmöglich. Also ich finde aber das Design finde ich halt schon genial. Also der hat halt hier, der ist ein bisschen rund gelutscht, der hat so ein bisschen was, wenn man im Seitenprofil her sieht, ist er ja so rund geschwungen. Manche hat halt so ein bisschen was von Banane in Anführungsstrichen. Ich finde, er hat so ein bisschen von der Seite her das Design vom Mercedes CLS, ne? Also so diese geschwungene Form. Also ist schon sehr hübsch. Ist halt dann natürlich auch durch diese Form sehr aerodynamisch. So. Ich habe euch gesagt, ich habe, als ich das Auto wirklich das erste Mal gesehen habe, fand ich das Heck extrem beeindruckend. Also, ne, einfach das Heck hier dann mit den zwei Spoilern, die Pommes-Theke, landläufig gesagt. Ne, und dann, was halt so ein bisschen der Ioniq 6 hat, ist halt dieses Pixel-Design. Das heißt, hier dieses Band, wenn ich bremse, leuchtet es komplett, hat halt, also ich habe gedacht, das hatte mich eben sehr stark an den Porsche erinnert. So. Und also das, mir gefällt es total. Ja, und ja, hat dann halt hier auch, so kannst du halt hier aufmachen, elektrische Motorhaube. Kofferraum ist leider nicht allzu groß. Ist ein bisschen, ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten wirklich richtig toll. Also es piept und macht und tut und überhaupt. Dann hier hinten ist halt hier meine Ladebuchse, wo ich dann eben, wenn ich lade, hier dann das Ganze reinstecken muss. So geht es wieder zu.
Was auch ich extrem gewöhnungsbedürftig finde, ist hier die Türöffner. So. Das heißt, du kriegst das hier, du musst das hier so rausziehen und musst erstmal hier so machen, um dann das so anzuklappen. Also das ist wirklich echt dumm gelöst, finde ich. So, was richtig genial ist, ich lege euch das gleich nochmal rein, wir machen nochmal einen kleinen Carporn, ist wirklich, du hast hier hinten richtig viel Platz. Ne? Und man sitzt hier wirklich schon echt großzügig, extrem viel Beinfreiheit. Also... toll. Ich verabschiede mich jetzt hier auch schon an der Stelle. Mir war es halt wichtig, sozusagen euch einfach auch mal aus meiner kleinen, bescheidenen Welt, ne, zu den Unterschied Elektromobilität. Also ich werde vielleicht noch mal auch ein Video dazu machen, wenn ich jetzt so, wie gesagt, habe den Ast frisch abgeholt, habe noch keine, so wenn ich jetzt wirklich auch die erste Strecke mal nach Ossiland gefahren bin, wie ist das dann? Komme ich durch mit einmal laden? Oder muss ich, also wie oft, einfach mal die ersten Erfahrungswerte werde ich dann euch nochmal in einem gesonderten Video präsentieren. Ich lege euch jetzt dann nochmal zum schönen Abschluss ein paar kleine Carporn-Bilder mit rein. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und wie gesagt nochmal zum Schluss einfach nochmal ein paar Aufnahmen von dem Wagen.